Willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, auf Reise mit dem Avatar. Und Sie habt im Thumbnail schon gesehen, ich bin in Hollywood, ja. Aber nicht direkt in Hollywood, also da in Hollywood, sondern ich bin beim Clan FC Hollywood. Der Clan hat mich nicht mal eingeladen, ich habe mich hier selber eingeladen. Denn der nette Lord Gary, ihr könnt euch sicherlich an meinen letzten Community-Clan-Krieg erinnern, dort hat der Gary mir so ein bisschen geholfen, also er hat da tatkräftig unterstützt und ich habe irgendwann natürlich auch gerne mal gesagt, ich komme auch irgendwann gerne mal nach Hollywood. Also ich bin jetzt schon ein paar Tage länger hier und es fehlt mir unheimlich schwer, euch was zu zeigen. Aber hier wird natürlich auch Clash of Clans gespielt, in welcher Form, das zeige ich euch jetzt. Denn ich muss sie einfach ein bisschen aufholen, beziehungsweise so ein bisschen zurückrudern, was die Angriffe angeht. Ihr seht das hier, 12:15 Uhr, also Clankrieg gegen einen, ich glaube es war ein französischer Clan, also alles das, was ich euch jetzt zeige, ist aus verschiedenen Clankriegen, hat einfach den Hintergrund, dass wir hier, also der Lord Fossibear ist ein Rathaus 10er und die letzte Base hier, also der 15er in diesem 15er Clankrieg, war auch schon 10er, allerdings ein kleiner Engie. Also wir haben es hier immer so ein bisschen mit Engineered Accounts zu tun, aber nicht bei uns im Clan, muss ich dazu sagen, beziehungsweise hier beim FC Hollywood. Der ist, ich habe eben nochmal durchgeschaut vom letzten Clankrieg, der ist in jedem Fall engineered los gewesen und aber beim Gegner erwischt es uns immer mal wieder und dementsprechend schwer tun wir, also wir Zehner tun uns hier unheimlich schwer, ihr wisst das selber, 10 auf 10, das ist nicht jedermanns Sache, meine Sache ist das ja auch nicht wirklich, aber manchmal gelingt einem ja denn doch was und gegen eine Base ohne Infernos ist natürlich, sind also Miner, ich habe schon länger jetzt keine Miner im Rathaus 10er Bereich mehr gesehen, ist egal ob da jetzt Infernos bei sind oder keine Infernos bei sind und die Base hier, ich denke mal, war auch vorher schon so ein bisschen engineered, denn der Level 1 X-Bogen hier, der ballert jetzt zwar noch ein bisschen auf die Queen, die wird aber noch gut geheilt und die Miner können schon mal richtig nett hier loslegen von der unteren Flanke dann und von daher war der Kollege hier wahrscheinlich auch länger, weiß ich nicht, länger noch anders engineered, möchte jetzt vielleicht mal auf Rathaus 11 gehen und ihr wisst selber, wenn du dann auf Rathaus 11 gehen möchtest, musst du natürlich alles bauen, das heißt alle Gebäude. Womöglich hat der Kollege hier schon mal angefangen, nämlich mit dem X-Bogen, den man als Rathaus 10er dazu bekommt. Und aber dennoch, schönes Ding hier, also mit meiner kann man es dann ganz gut, glaube ich, kann man es ganz gut machen. Und deswegen werden das hier natürlich super 3 Sterne, also cool gemacht hier. Auch ich finde die Armeewahl mal ganz gut mit dem Queen Walk hier und die Queen wird jetzt glücklicherweise wieder hochgeheilt. Kriegt jetzt gleich noch ein bisschen Beschuss hier von dem, nicht mehr Minenwerfer. Und also schönes Ding hier. Also es fällt mir unheimlich schwer, was zu zeigen, denn die Clankriege hier, ich weiß gar nicht, was mit den Neunern los ist. Ich glaube, der Clan braucht Rathaus 9 Unterstützung. Ich sage das jetzt einfach mal so, ich habe den Gary hier gar nicht gefragt, was denn der Clan braucht. Aber ich glaube, wir haben hier immer nur einen Rathaus 9er, einen 8er oder so mit in den Clankriegen mitgenommen. Und sonst only 10, 11 und Rathaus 12. Also von daher ist das gar nicht mal so einfach, hier so eine Aussage zu treffen. Aber ich glaube, hier sind 10 Platz im Moment und nette Rathaus 9er. Ich glaube, so ab Helden Level 15 wären hier gar nicht mal so schlecht. Und einmal eine Truppe nehmen, die der Avatar gar nicht kann. Nämlich Bola Hexen Riesen. Im Rathaus 10er Bereich bin ich da nicht so super erfolgreich mit. Deswegen wehre ich mich auch gerne gegen so eine Armee. Aber auf die Base hier, also 11 auf 14, das ist jetzt die vorletzte Base, also immer noch Rathaus 10er Bereich. Und ihr seht das schon, das ist jetzt eine Maxed Out Rathaus 10er Base. Bevor jetzt die Fragen aufkommen, Toto, wo ist denn die Facecam? Die Facecam ist abgebaut. Ich habe das olle Ding abgebaut. Ich konnte mich selber nicht mehr sehen. Und deswegen lasse ich die heute einfach mal weg. Nein, ich habe sie tatsächlich abgebaut, denn meine Facecam sitzt nicht auf meinem Monitor, sondern sie sitzt nochmal auf einem dahinterliegenden Arm. Also das ist wie so ein Mikrofonarm, der allerdings dann eine Aufnahme für Kameras hat. Und der ist nochmal hinter dem Monitor festgemacht, also am anderen Ende des Schreibtisches. Und
Dort habe ich eigentlich die Webcam drauf. Im Moment habe ich den Arm allerdings abgemacht. Das heißt, die Webcam ist auch erstmal ab. Hat den einfachen Hintergrund. Das heißt, wenn ich mal am Monitor wackel oder so, dann verwackelt nicht gleich die Facecam oder die Webcam, sondern die ist dann noch, die ist ja extra montiert. Und dann kann ich ruhig mal ein bisschen am Monitor hin und her wackeln, ohne dass mir gleich die Kameraposition flöten geht. Aber ihr seht das hier mit den Hexen, ist mir das endlich mal gelungen und noch richtig viele hier. Also war gar nicht mal so schlecht, dass ich die Truppen mal hier so gewählt habe, also immer noch Rathaus 10. Ich glaube, tiefer wird es heute auch nicht. Ich meine, wir haben dann noch 11er und 12er Angriffe in der Folge, aber 9er, 8er gibt es ja einfach nicht oder es gibt zu wenig und die gehen einfach nicht mit in den Clankriege, also kommt hier ruhig rein in den Clan FC Hollywood. Ich denke mal, Unterstützung können die in jedem Fall gebrauchen, sodass sie auch mal wieder mit Rathaus 8, Rathaus 9, beziehungsweise ich glaube, sie suchen ab Rathaus 9, hatte ich ja eben schon gesagt, hier dann die Clankriege mitgemacht werden können. Oh, noch mal eine Doppelbombe am Ende. Okay, da hat es mich nochmal, es hätte mich fast zerrissen. So, das ist jetzt schon aus unserem letzten Clankrieg gegen den Clan Kings of Honor, ja, so heißt es, glaube ich. Und hier, so sahen die Bases eigentlich aus. Also schon so ein bisschen hart engineered. Vor allen Dingen im letzten Clankrieg waren dann vermehrt oder es waren einige beim Gegner dabei, die einem das Leben einfach in den oberen Bereichen dann ein bisschen schwer machen. Also hier 13 auf 13, das ist noch auf Augenhöhe. Allerdings so eine Base hier schön auch ohne Infernos und die wirkt irgendwie so klein. Das sieht mir ein bisschen danach aus, als wenn hier gar nicht alle Mauern verbaut wurden. Oder aber, ach so, hier sind einfach so ein paar Stücke hingestellt worden, ja. Ich denke mal, das war eine Rathaus 9 Base früher und hier wurden dann einfach die Mauern einfach irgendwie so hingemacht. Das reicht in der Regel, weil du weißt vermutlich selber, dass du immer gedreiert wirst, mit welcher Armee auch immer, denn so richtig viel Beschuss ist hier dann nicht und die Loons können hier jetzt ein Abteil nach dem nächsten eigentlich abfliegen. Hier ein so ein Rechteck nach dem nächsten. Kurz nochmal ein Fries hier, aber ihr seht, das ist ein totaler Overkill hier eigentlich mit den Loons und mit den Lava-Hunden. Kein einziger Lava-Hund ist da aufgegangen, weil einfach die Position auch der Bogenschützentürme und der Magiertürme pro Compartment hast du da so ein bisschen was auf die Loons bzw. auf die Lava-Hunde schießt und dann geht es hier nur noch ums Cleanup, also 13 auf 13 und der Clankrieg hier war irre spannend. Zeige ich euch am Ende, wie spannend man so einen Clankrieg machen kann. Das ist auch immer witzig, wenn nämlich Leute vermeintlich nicht angreifen und dann in den letzten Sekunden meinen, ach je, ich muss ja noch 2 Angriffe machen. Und das sorgt dann natürlich immer für ein bisschen Stimmung. Aber es hat hier in jedem Fall so ein bisschen gute Stimmung gemacht. Und also 10 auf 10 hier. Ja, jetzt noch eben noch die Ecken abfliegen. Okay, da kann man auch mal einen Lucky schon mal in die Ecken reinsetzen. Aber schön gemacht hier, Cleanup. Passt alles. Und damit sind das hier 3 Sterne vom Hollywood-Sklaven auf die Nummer 13. Ich glaube, ich kann mich noch erinnern, als der, wie heißt das hier, Dande Mento hier angegriffen hat. Denn das war so, ich glaube, ich würde fast sagen 20 Minuten vor Schluss, erster Angriff. Und hier war in jedem Fall noch ein Stern zu holen. Tatsächlich auf diese Base hier habe ich richtig schön Fail hingelegt mit, ich glaube, einem Stern, weil ich irgendwas nicht beachtet habe. Ich glaube, ich habe einen Feger nicht weggekriegt und dadurch sind mir alle Loons immer wieder schön rausgepustet worden. Ich glaube, es war der untere hier, den ich gerade mal markiere. Aber hier wurde dann halt gedippt. Gehört zu den Clankriegen hier mit dazu, ist einfach nicht anders machbar und du willst an die Sterne kommen. Klar ist es immer schade, wenn du anfangen musst zu dippen, weil die Mitstreiter Rathaus 10 so eine Base dann irgendwo nicht schaffen. Aber wir sind dann ja unten auch gar nicht mal so viele Zehner. Ich glaube, wir sind 2, 3 Zehner oder so und dann ist das gewesen. Also so ultra viele Angriffe haben wir dann nicht 10 auf 10 und da muss hier ja leider schon so ein bisschen runtergedippt werden. Oh, jetzt hier die Doppelbombe beim Bombenturm ist natürlich eine fiese Masche, weil da sind gleich drei Riesenbomben quasi, aber schönes Ding hier, Bola-Hexen, immer wieder gern genommen, wenn es darum geht,
einen Gegner tiefer zu machen, das heißt eine Rathausstufe tiefer zu machen. Im Fachjargon heißt es dann, wir machen mal einen Dip. Also schön gedippt hier von Rathaus 11 auf Rathaus 10. Und hier haben wir den Lord Garry auf die Nummer 8, also 8 auf 8. Das ist jetzt schon komplett auf Augenhöhe hier. Rathaus 11 auf Rathaus 11. Und vielen lieben Dank nochmal, dass ich hier die paar Tage jetzt verbringen konnte. Ich werde jetzt aber auch bis zu nach den Clan-Spielen hier bleiben. Das heißt also ein Clan-Krieg noch. Dann ziehe ich, dann ziehe ich einfach mal weiter. Ich bin sowieso in Kontakt über Discord und mit Garry in Kontakt. Ja, alles klar. Also wir sind sowieso in Kontakt und verlieren uns da nicht aus den Augen. Und von daher kann es sein, dass ich hier immer mal wieder reinkomme oder mal reinschnüffel, reinschnupper mit dem Rathaus 10 oder Rathaus 12. Mal gucken. Mein 12er ist ja im Moment sehr, sehr untätig. Da mache ich im Moment nur Helden und so ein bisschen Beiwerk. Das heißt, ich habe ein bisschen viele Bauarbeiter frei im Moment. Und ich wollte in jedem Fall hier was aus diesem Clan zeigen. Hintergrund ist natürlich womöglich ein bevorstehendes Update. Ich weiß nicht, wann es kommt. Also auch wenn ihr immer mal wieder fragt, Toto, wann kommt das Update? Ich kann es euch nicht sagen, weil ich es einfach nicht weiß. Ich kann es euch auch nicht sagen und deswegen wollte ich hier unbedingt diese Folge hier noch vorher abgedreht haben, denn ich hab mal wieder so ein bisschen die Befürchtung, ein YouTuber, der nichts zum Zeigen hat, ist da ein bisschen doof, gerade bei Clash of Clans, wenn die Wiederholungen nicht mehr da sind und du hast hier aus diesem Clan hier vielleicht noch nichts Schönes mitgenommen. Aber schöner Miner, auch hier ein schöner Miner-Angriff, ist natürlich noch ziemlich viel, ist noch ziemlich viel von der Base über und hier hinten nochmal das Compartment mit dem Inferno wird natürlich nochmal richtig knackig. Gar keine Frage. Und gerade bei 11 auf 11 wird es dann auch schwierig. Also auch die Elfer unter euch wissen, dass 11 auf 11 nicht gerade einfach ist. Vor allen Dingen mit 3 Sternen zu belegen gegen Anti-3-Sterne-Bases sowieso nicht. Da muss man sich einfach ein bisschen länger Gedanken machen. Das stimmt schon. Viele greifen da schon einfach drauf los an. Ich denke mal, der Garry hier guckt aber immer schon lange genug auf solche Bases hier, um sie dann letztendlich zu dreiern. Aber ich glaube, hier ist noch ein bisschen zu viel über und ein bisschen zu wenig Miner. Ich habe das jetzt mal ein bisschen weiter rausgelassen, damit man die so ein bisschen, man sieht sie zwar nicht gut, aber man muss so ein bisschen die Wege verfolgen und selber als Angreifer auch ist es immer wieder schwierig, wo sind die jetzt? Wo sind jetzt die Masse an Buddler, die ich jetzt nochmal durchheilen kann? Jetzt hat es allerdings hier den Warden erwischt und jetzt die beiden Heiler auch. So Tunnelgräber in Heilung sind auch nicht schlecht. Gar nicht mal so schlecht, wäre mal eine Angriffsstrategie Heiler und Miner. Kann man mal machen, würde ich mal so sagen. Also es sind hier 2 Sterne geblieben, aber das ist gar nicht mal so schlimm, denn der gegnerische Clan hat sich hier in jedem Fall, glaube ich, darauf verlassen, dass die Zwölfer sehr, sehr gut waren. Aber was haben eigentlich unsere Zwölfer da oben gemacht? Denn wir hatten, glaube ich, auch 5 oder 6 Stück mit. Der Wiggy hier. Hier haben wir jetzt Rathaus 12 auf Rathaus 12. Wiggy 182 vom Clan FC Hollywood auf die Nummer 3, auf den Danny T. vom Clan Kings of Honor. Also, der gegnerische Clan hat sich hier so ein bisschen auf die Zwölfer verlassen, muss man sagen. Gerade ganz am Ende war es nochmal ultra knapp und so ein bisschen könnt ihr eine Parallele ziehen zu dem Clan-Krieg vom letzten Mal, beziehungsweise von der Folge von, ich glaube, sie war ja gestern, wo es darum ging, RH11-Deffen. Und denn nicht jeder Dip von Rathaus 12 auf Rathaus 11 gelingt. Also nicht einfach drauf verlassen, Mensch, ich habe ja 82 Truppen, also 20 mehr als ein Elfer. Und die Defense ist ja aufgrund Anzahl der Gebäude ist ja gleich. Das heißt also auch ein Elfer hat die gleiche Anzahl X-Bogen, hat einen Adler und 2 Inferno-Türme. Und von daher ist das Dippen gar nicht mal so schwer. Aber hier wurde jetzt nicht gedippt, sondern hier wurde richtig krass angegriffen. Ich gehe für euch mal ein bisschen näher rein, denn viele schauen ja so wie ich auch sehr, sehr häufig Videos am Handy. Und wenn man es dann ein bisschen näher hat, man muss nicht gerade mit einer Lupe vorm Handy sitzen, damit man überhaupt was erkennt. Aber hier erkennen wir jetzt richtig schön das 5er Rathaus, also 12 schräger 5, also Rathaus 12. Mit Rathaus 12 schräger 5 meine ich eigentlich immer das Rathaus, das schon die Ausbaustufe 5 hat.
und sieht man oder ist daran zu erkennen, dass dann natürlich, es gibt immer so einen kleinen Piepser, wenn der Megatesla ausfährt. Und also es gibt auch ein akustisches Geräusch, wenn man mal seine Queen verfolgt und die Masse der Truppen vielleicht schon hier am Rathaus ist und das Rathaus macht Alva. Jetzt wird schon ziemlich schwer für die Queen hier noch was zu reißen, vor allen Dingen hier jetzt noch mal reinzukommen in diese Base. Ist aber nicht so schlimm, 12 auf 12 mit guten 2 Sternen ist hier oben oder in einigen vielen Clans sicherlich immer eine Option, die man machen kann. Das heißt also, wo man sich sagen kann, 2 und sichere, nicht sichere 2 Sterne mit vielen Prozent, aber 73% hier und ich glaube, hier wurde noch irgendwo ein Prozent geholt. Da hinten ist noch ein Troll-Tesla, okay. Da ist noch ein Troll-Tesla und der eine Magier ist jetzt noch in Heilung. Und nicht schlecht, aber mehr als 74%, glaube ich, das packen die Heiler jetzt nicht ganz, den Magier zu heilen. Also 74% ist aber schon nicht schlecht auf so eine Base hier, 12 auf 12 und wir bleiben im 12er Rathausbereich. Peace auf Papa. Nein, nicht Peace auf Papa, sondern der Peace gegen den Papa hier vom gegnerischen Clan. Und hier sind wir jetzt 12 auf 12. Der Peace hat übrigens beim Rathausführer-Turnier bei Itzo mitgespielt und ist aber irgendwann ausgeschieden, aber ich glaube, er ist relativ weit gekommen. Ich glaube, 2 oder 3 Runden ist er weitergekommen. Schade auch, ich habe so ein paar Kämpfe sehen können, denn die Kämpfe fanden in den Clans teilweise statt, also die Freundschaftskämpfe und ich glaube, hier wurde auch gekämpft, denn plötzlich kamen hier ein paar Leute rein, also Only 12er und haben hier Freundschaftsgeschichten gebettelt. Ich glaube, einer immer mit als quasi Schiedsrichter und da war schon ultra knapp, aber schönes Ding hier, auch mit einer Kombi-Bola-Hexen. Ich denke mal, da kommst du nicht mit durch jede Base mit durch, aber gegen so eine verschachtelte Base hier jetzt kein Sprungzauber mehr und noch so viel Defense über, das macht aber alles nichts. Hier hinten aber noch 2 Bola in Heilung, die kriegen nur leichten Beschuss und hier in der Mitte vor allen Dingen sind die Heiler noch, kriegen jetzt gar keinen Beschuss. Also irgendwas wird da geheilt. Hier oben sehe ich gerade noch eine Valkyrie, ich glaube die waren mit in der Clan-Karre und jetzt wuseln hier ja, jetzt wird ja an mehreren Fronten gekämpft. Jetzt musst du eigentlich nur noch zusehen, dass du vielleicht deine beiden Minions und die beiden Bogenschützen noch gezielt einsetzt irgendwo, aber King regelt hier hinten noch auf Level 59, also auch fast fertig hier der Peace mit den Helden und ist mit den Helden natürlich auch in das Turnier gezogen, gar keine Frage, ich meine, so viel fehlt jetzt nicht mehr zu 60, aber ich glaube, einige Zwölfer hatten dort noch nicht ganz Max Helden, vielleicht macht es dann doch nochmal den Unterschied, denn du kriegst ja nochmal die Fähigkeit, das heißt also die Fähigkeit auf 60 ist ja nochmal dann da auf den vollen Level und hier hinten ist auch noch so viel, aber ihr seht ja schon, es sind eigentlich reichlich Truppen da und nur noch ein Bogenschützenturm hier auf der Seite. Queen ist immer noch voll und die Heiler heilen irgendwas im Moment. Was heilen die dann? Die heilen Skelette. Oh, nicht schlecht. Ah, ne, jetzt wird, glaube ich, der Warden erstmal hochgeheilt. Ja, das ist ganz wichtig. Immer den Warden mit hochheilen. Queen ist jetzt gezündet und jetzt sind hier richtig, richtig viele Truppen nochmal in der Base. Also auch das kann man natürlich machen, damit man nochmal richtig was im Feld hat. Aber hier nochmal, zum Schluss nochmal eine Riesenbombe. Und mal sehen, ob das hier 99 oder ob das 100% werden. Echt knappes Ding, auch von der Zeit her. Ganz, ganz enge Kiste. Aber die vielen Skelette machen schon mal den letzten Bogenschützenturm. Und ja, der Warden mit seiner schönen Range kann natürlich auch außen hin so ein bisschen unterstützen. Ist eine Unterstützungseinheit. Und hier die Larrys jetzt an der amerikanischen Flagge. Auch nicht schlecht. Machen hier die 100%, also krasses Teil hier, 100% auf die Nummer 1 und wir haben den Clankrieg, den letzten, ja, wir haben ihn auch gewonnen. Es war so knapp und es war so spannend, ich zeige euch das kurz in den War Details, da kann man das in den Events nämlich sehen, also erstmal war der gegnerische Clan prozentual vor, die ganze Zeit, wir haben also nur noch nach Stern gewinnen können und das, was ich eben gesagt habe, der Dante 23 Minuten vor Ende hier auf die Nummer 10 mit dem Stern zum 39, 38 und der Gegner
wollte sich dann auch rächen. Das heißt also, Nummer 2 hatte noch einen Angriff offen und das ist ein Rathaus 12er. Und der Dante hier mit 97% seine Rathaus-Level 11 Base hat hier gehalten. Ich habe mir nochmal Bonus beim 7er geholt, denn mehr ging sowieso nicht. Also auch kurz vor Ende, also eine Minute vor Schluss, hat dann der Gegner noch angegriffen. Hätte er den Stern geholt, hätte Fahrradkette, hätte er gewonnen. Haben wir uns also gegen einen Level 19 Clan hier durchgesetzt. Richtig krasses Ding. Und ich blende euch kurz einmal die Tech hier ein. Das Video wurde jetzt ein bisschen länger. Ich wollte heute eigentlich gar keins machen. Aber irgendwo habe ich gedacht, nachher verpasst ihr hier irgendwie wieder die Angriffe. Also wird jetzt ein bisschen länger die Folge. Ist sicherlich nicht ganz so schlimm. Also moin ihr Clasher, wir sind in Kriegshahn, kennen uns alle persönlich. Aha. Aber jetzt öffnen wir unsere Tore, um geeigneten Nachwuchs zu gewinnen. Also bis zu mindestens TA 9, Helden 15 habe ich ja gesagt. Dann bewirb dich. Discord ist auch vorhanden, Clash On. Und wenn ihr also unter Umständen Interesse an diesem Clan habt, Warlock ist in Ordnung. Ja, gewinnen und verlieren, das ist halt so. Bei Clash of Clans gegen die alten Säcke auch nicht schlecht. Ich bin hier reingestiegen, als es ging gegen den Clan Association. Das ist ein deutscher Clan und der darüber, die Penetratoren sind auch Deutsche gewesen. Ja, schade, waren immer enge Clankriege, aber ja, die letzten beiden oder die letzten drei gut gerissen hier gegen die Franzosen jetzt nicht wirklich, denn die waren doch ein bisschen arg stark. Ist aber nicht so schlimm. Ich denke mal, ihr seht das hier oben, 397 Wins, 397 Loses. Alles noch im coolen Bereich, 808 Clankriege insgesamt. Super Sache hier. Hat mich auf jeden Fall gefreut und ich bleibe jetzt noch bis zum Ende der Clanspiele hier. Danach bin ich dann wieder irgendwo bei euch, keine Ahnung. Bis dahin, euer Toto. Clasht.